Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zur dritten Folge von Far Cry 6. Wir haben unseren Kollegen Juan ins Lager von Clara gebracht und müssen jetzt zum Funkturm gehen und einen Kilometer laufen gehen. Oder kann ich auch eine Schnellreise? Ne, eine Schnellreise geht hier nicht, ne? Könnte ich zum Beispiel hierhin eine Schnellreise machen? Das könnte ich. Und hier zum Lager auch. Ja, dann müssen wir wenigstens nur einmal den Weg absolvieren. Aha. Hat das Loco auch einen Namen? Ja. Wo ist er denn? Ah, hi. Komm, mein kleiner Guapo. Na, beeindruckt. Das war zwar nicht streicheln, aber okay. Hallo? Ist es ein Verbündeter oder? Das ist blau ist verbündet, oder? Wahrscheinlich. Ja, ich denke mal nicht, dass es hier Feinde hat, ne? Ja, so geht's wenigstens ein bisschen schneller. Die Frage ist jetzt natürlich, wo sind denn die Soldados? Oder muss ich die im Moment noch nicht bekämpfen, oder? Keine Ahnung. Das da sind wahrscheinlich ein paar Gegner, ha? Huh? Papo, komm mal her hier. Mit die Schnauze hier. Das sind Gegner, ja. Amigo! Komm her! Nee, geh! Hol ihn dir! Sehr gut. Lass meinen Amigo in Ruhe. Zurück. Niemand schießt hier. Komm mal zurück, Guapo. Wo sind denn die Kollegen? Hallo? Gute Nacht! Ah, shit. Oh, jetzt muss er auch noch Hunde erschießen. Okay, der ist so. Verpiss sie, Junge! Wir gucken uns hier mal ein bisschen um, weil hier gibt es doch sicher ein paar Sachen zum Mitnehmen. Pesos. Ah. Sonst noch was? Hast du was? Munition, ja, besser als nichts. Komm mal zurück hier. Wir gehen ins Auto, komm. Komm, komm. Steuerung anzeigen. Kann ich auch die Ansicht ändern? Geht nicht, hä? Ja, gut. Hey, 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 hey! Aber auch so über die Straße rennen, wenn ein Auto kommt. Hast du sie noch alle? Du spinnst doch. Ich hab schon genug davon in Esperanza gesehen. Ach, heilige Scheiße. Weg hier! Kontrollpunkte. Achte auf die Nagelsperren. Wenn du schnell durch einen Kontrollpunkt fährst, platzen deine Reifen. Schalte alle Soldados aus und zerstöre die FND-Werbetafel, um den Kontrollpunkt einzunehmen.
ein Guerillaspeer und Fahrzeuge stehen zu deiner Verfügung, sobald der Kontrollpunkt eingenommen ist. Also, alle töten. Okay. Hab verstanden. Ach, Jesus. Das ist ein leichtes Ziel dort, okay. Wo ist mein scheiß Krokodil? Ja, ich weiß. Ich kann's nicht ändern. Oh! Oh, guapo! Haha! Sehr gut. Aber auch ein bisschen näher mal gehen. Na los, guapo. Mach was. Den da kannst du erledigen. Oder den mach ich schnell, komm. Okay. Ist noch jemand hier? Weiß es nicht. Was ist das? Keine Ahnung. Ja, ja. Warte, da hinten. Den habe ich irgendwie verloren. Okay. Ich habe den Kontrollpunkt, oder? Oder wir haben was? I don't get it. Machen wir denn jetzt? Kann ich hier rein? Ah, Schlüssel, ja, den habe ich. Okay. Was haben wir hier? Eine jaranische SRA, ein Scharfschützengewehr. I like that. Okay. Okay, waren das Gegner oder was war das für ein Auto? Memorandum. Ah. Weg mit den scheiß Bildern. Mal das Scharfschützengewehrchen. Komm. Wo ist denn das Schild, was ich kaputt machen muss? Klettern. Muss ich das kaputt machen? Nee. Ah, das da hinten, oder was? Fahrzeugschrott. Ist das Schild? Nee. Hä? Was ist mit dir los? Bist du besoffen? Kann ich hier was machen? Mach mal kaputt den Scheiß. Ah, das ist das Schild. Aha. Got it. Ja. Sehr schön. Zack, der gehört jetzt uns. Für Libertad. Oh. Juan, der Kontrollpunkt ist gesichert. Ein großartiges Gefühl, oder? Wunderbar. Und jetzt gib mir das Pferd. Guerrero. Wer war das? Ah, du hast eine Quest für mich. Hi. Du hast was für mich? Du willst das Militär da treffen, wo es weh tut? Es gibt eine Flugabwehranlage auf Santuario. Jag sie in die Luft. Danke sehr. Ah, okay. Wo ist jetzt das Pferd hin? Hallo. Kann ich jetzt ein Pferd oder so haben? Oder muss ich das kaputte Auto nehmen? Gut, das sind ja nur noch 260 Meter. Hey! Oh! Sag mal. Ruhig. Und jetzt. Jo. Ich bin seit der Grundausbildung nicht mehr geritten. Ja, ist doch egal.
sind ja nur 200 Meter. Wir sind da nur auf den Berg hoch. Und dann haben wir es geschafft. Da ist der schöne Funkturm. Fehlt nur noch die Kontaktperson. Ei! Entschuldigung. Ich habe den Turm gefunden. Weiter so, Danny. Finde den Guerillapfad und folge ihm zu meiner Kontaktperson. Okay, ich bin unterwegs. Der Guerillapfad. Was ist das? Pferd rufen. Ah, ich habe hier einen La Palmera. Fell ändern. Ah. Mausfarbe braun, wie eine Tigerschnecke. Wie ein Fuchs. Wie eine Tigerschnecke. Das gefällt mir noch. Ja. Okay. Folge dem Guerillapfad. Na, wunderbar. Einfach den blauen... Also ich meine, wenn das Militär jetzt sogar zu blöd ist, um diesem Pfad hier zu folgen. I mean, die müssen ja nur den blauen Armbändern folgen. Dann weiß ich also auch nicht, ob das Militär die richtige Berufung ist für die Kollegen. Hallo! Hey, du siehst nicht so... Ich rieche Ärger. Ich auch. Hallo. Ich heiße Raisa. Ich werde dir helfen, was Schönes von Castillo zu klauen. Wirst du mir auch verraten, was ich klaue? Abgereichertes Uran. Pardon. Ich dachte, ich hätte Uran gehört. Ganz recht. Das Problem ist, dass ich meinen letzten Kontakt beim Militär verloren habe. Du warst beim Militär? Waren wir das nicht alle? Okay. Sag mir einfach, wo es ist. Zuerst nimmst du diesen Fallschirm. Glaub mir, er kann dir das Leben retten. Jetzt bringe ich dich zum alten spanischen Fort. Sie haben es dort eingeschlossen. Alles klar. Ein Fallschirm. Ja. Das ist das Scharfschützengewehr, hä? Eingezogen oder freiwillig gemeldet? Eingezogen. Meine Nummer war dran, also habe ich meine Zeit abgeleistet. Und du? Freiwillig. Ich wollte immer Soldatin werden. Du weißt schon. Uniform tragen, meinem Land dienen. Aber offenbar will Castillo nur blinde Faschisten in seinen Reihen, die ihm verliebt an den Lippen hängen. Dann bist du jetzt eine Verräterin? Ja, und nicht die Einzige. Am Wachturm vor uns ist ein Soldat postiert, der uns von dort aus das Fort auskundschaften lässt. Er kann uns auch nützliche Infos geben. Und was will er dafür von uns? Erstens, nicht erschossen werden. Also steckt die Waffen weg, sonst eröffnet er das Feuer. Zweitens, eine kleine Bestechung kann diesen Doppelagenten helfen, sich an wichtige Infos zu erinnern. Alles klar, keine Waffen. Peschos griffbereit. Sehr gut, Doppelagenten schmieren. Manche Soldaten sind FND-Doppelagenten und haben wertvolle Informationen für dich. Steck deine Waffe weg, bevor du dich ihnen näherst. Schmiere FND-Doppelagenten mit iranischen Pesos. FND-Depots werden auf deiner Karte eingezeichnet. Okay. Da ist er. Ich hoffe, du hast ein paar Pesos dabei. Ich habe immer Pesos dabei. Hi. Sag mir, was du weißt. Okay, sieh dir das an. Hier kannst du ein paar Waffen finden. Gracias. Klar. Was auch immer du und Reis hervorhabt. Ich will nicht da sein, wenn es passiert. Ja, das willst du definitiv nicht. Und jetzt? Jeder hat seinen Preis. Nicht jeder Soldat ist ein Fanatiker. Denk daran, deine Waffen wegzustecken, bevor du dich ihnen näherst. Ja, hab ich ja. So sind die da oben. Dann gehen wir mal hoch hier. Will noch was zum Mitnehmen? Nein. Was haben wir denn hier? Mit dem Telefon kannst du Gegner auskundschaften und ihre Schwachstellen finden. Ich wette, Juan hat dir schon seine das richtige Werkzeug für den Job-Ansprache gehalten. Oh ja. Auskundschaften. Mit deiner Handykamera. Ja, super. Mit deiner Handykamera kannst du die Gegend auskundschaften und Soldados markieren. Wenn du Soldados markierst, offenbarst du ihre Schwächen. Benutze die Werkbank, um verschiedenste Munitionstypen für deine Waffen herzustellen und auszurüsten. Ja. Nimm dein Handy. Da
Meister leitender Offizier. Alvarez hat den Schlüssel zur Waffenkammer. Pass auf, er hat einen ziemlich hohen Rang. In Castillos Armee bedeutet das, er ist besser ausgebildet, schneller am Abzug und kann ordentlich einstecken. Ja, schön für ihn. Frage ist, hilft ihm das was? Wie viele sind es? 1, 2, 3, 4, 5. Was hast du für Schwächen? Handzerbrechende Munition. Du? Auch? Hast du Schwächen? Handzerbrechende Munition. Du? Auch. Ja. Dieses Fort ist die am besten geschützte Basis auf der Insel. Die Soldaten sind mit Schutzwesten und Helmen ausgestattet. Nichts, was panzerbrechende Munition nicht regeln könnte. Stell an der Werkbank welche her, wenn du keine hast. Und dann zieh los und hol dir das Uran, Danny. Ja, super. Okay, für die Primärwaffe. Ich habe hier die M16S und eine Fall. Machen wir mal hier. Panzerbrechende Munition. Und hier für die Fall habe ich, was habe ich da? Will ich auch gerne panzerbrechende Munition und vielleicht ein Schalldämpfer? Nee, brauche ich nicht. Optikfeld. Dann Scharfschützengewehr. Ah, mir fehlt Cheesepulver. Scheiße. Ja, okay. Ist jetzt halt so, ne? Dann muss ich meine beiden Gewehre nehmen. Der Schirm, den ich dir gegeben habe, könnte nützlich sein. Du solltest nur nicht mitten im Vorlanden, okay? Du kannst jetzt deinen Fallschirm einsetzen, indem du beim Fallen Kreis drückst. Ja, und das ist ja gar nicht auffällig. Okay. Hier muss ich vorsichtig sein. Das ist korrekt, ja. Wir rennen trotzdem mal durch. Ich glaube, ich halte die Waffe bereit. Einzelschuss. Das habe ich wohl geträumt. Ja, egal. Komm zu mir. Komm her. Okay, nee, das geht nicht. Ist hier unten jemand? Oder gibt es hier irgendeinen Weg? Ah, nein, hier gibt's nur den Weg in den Tod gibt's hier. Scheiße, wie mache ich das denn? Hoppala. Kann ich hier irgendwo reingehen oder so? Kann ich hier hochklettern? Ah! Aha! Got it! Kann ich nämlich den da? Lol, jetzt ist er weg. Ja, perfekt. Was macht der denn da? Eieiei. Sehr schön. Mit dem Schalldämpfer. That's how I like it. Da oben sind beide. Der geht jetzt. Ja, dann kletter mal hoch hier. Nur noch einer da. Was? Okay. Ja gut. Durch das Tragen ihrer
Scheiße! Hat er mich bemerkt da oben? Komm schon. Oh, haben wir ihn. Lass meinen Amigo in Ruhe. Ah, da hinten. Ah, 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 ah. Ich hab das Waffenlager. Das Uran ist da drin. In der Überwachungskamera. Wo sind denn die Kameras? Lass mich erstmal hier alle töten. War das hier oben nicht der Offizier? Der hier? Der Schlüssel. Damit sollte ich Juans Uran bekommen. Dem habe ich einen One-Shot gegeben, dem Kommandanten. Not bad. Ich hab's drauf. Oh Gott, ja, dann gehen wir halt nach unten. Ah, hier ist einer. Hi. Das war der letzte. Hoffe ich mal. Arschloch. Bissig. Was haben wir hier drin? Aha. Jesus. Und hier geht's wieder raus. Perfetto. Bisschen Munition. Sata de Mando. Bisschen Schrott. Ja, halt die Fresse. Der Feind bist du. Du bist kein Mensch. Bist du ein Arschloch, du. Dich mach ich kalt. Genauso wie es Walter White mit dir in Breaking Bad gemacht hat. Ich das nicht kaputt machen da? Nee. Sala de Prensa. Ist hier drin noch jemand? Nö. Machen wir aus. Was auch immer das ist. Nichts hier drin, ha? Hier drüben? Machst du da, mein kleiner Amigo? Hello? Ah ne, hier waren wir auch schon. Ja, dann gehen wir mal nach unten, komm. Okay. Und rein hier. Schau mal einer an. Mitnehmen, was war das? Schießpulver. Aha. Nice. Und dann das Uran. Das Uran. Juan, du hast mir verschwiegen, dass ich beschissenes Uran klaue. Das sollte eine Überraschung sein. Jetzt bring es zurück zu mir. Was, wenn dieser Scheiß mich umbringt? Es ist abgereichertes Uran, Danny. Heul dich so um. Sympathisch. Ja, da können wir ja jetzt die Schnellreise machen zu unserem neuen Freund hier. Okay. Also, Juan. Ich hab, was du wolltest. Oje, Juan. Das ist Improvisationstalent. Abgereichertes Uran. Die Sowjets ließen uns dieses geile Nebenprodukt der Anreicherung in den 80ern zurück. Die Yankees bauen daraus Panzerung und Munition. Verrückte Arschlöcher. Klingt gefährlich. Du wirst ein verdammter Superheld sein. Die habe ich früher immer mit Liter ins Waisenhaus geschmuggelt. Pflichtlektüre, während man im Schlamm auf einen Konvoi wartet. Ein Guerriero muss Inspiration aufsaugen wie ein Schwamm. Okay, aber was verdammt ist das? Das ist ein Supremo. Der Supremo, was auch immer das ist. Sieht wie ein Raketenwerfer aus. Sie.
kann sie auch. Eine Sache noch. Darf ich vorstellen? Tostador. Jaha! Zusammen wie Feuer und Flamme. Ich mag deine Töfteleien, Juan. Ja, ich auch. Ich auch. Halte durch. Tostador, eine Improwaffe. Supremos sind wie eine heiße Affäre. Oder wie ein gutes Sandwich. Kann sein, dass du Hunger hast. Ja, aber vor allem geht es um mehrschichtige Sachen, Danny. Geh zur Werkbank und ich zeig es dir. Hey, Comadre. Hey, du bist's. Ja, ich bin's. Supremos sind nicht nur einfache Zerstörer. Sehen wir uns diesen Supremo mal an. Okay, der Exterminator. Starte eine Salve von Raketen, die deine Gegner erfassen und beim Aufprall explodieren. Die besondere Zutat, die alles möglich macht, ist... Wähle ein Hilfsmittel, Danny. Kein Risiko. Hier gibt es keine falschen Antworten. Baseball, Molotow-Cocktail, Dynamit, Wahrnehmungsgranate. Dann nehme ich den Dynamit. Ausgezeichnet. Jetzt sprich mit Clara. Es wird Zeit, den Supremo mal Gassi zu führen. Klingt nach einer guten Idee. Was du da? Friss oder stirb. Hast du was gesehen? Clara. Ja, wo ist... Es wird Zeit, den Supremo sinnvoll einzusetzen, Guerriero. Ja. Öffne das L1, halte ein Waffenrad und wähle ein Hilfsmittel aus. Wirf das ausgewählte Hilfsmittel. Bin ich immer noch ein Machetero? Nein! Ich bin jetzt ein... Ja, neue Waffen verfügbar. Was bin ich jetzt? Ein Guerriero! Da oben ist die Clara. Und ich habe noch einen Hamilton Khaki Field bekommen. Aber was glaubst du? Das Regime bezwingen. Bezwinge das Regime, um stärker zu werden. Um dies zu schaffen, kannst du Einsätze abschließen, militärische Ziele einnehmen, militärische Vorräte und Ressourcen zerstören und stehlen. Klingt gut. Sehe ich aus wie ein Triader? Dann zeig mal her hier. Ich habe jetzt hier die der Häftlingsrosenkranz. Dann nehme ich mal hier. Deine allgemeine Verteidigung wird stark erhöht, wenn du sprintest. I like that. Und dann hier. Kann ich die Pistole durch was ersetzen? Nee, oder? Okay, hier habe ich den Tostador, das ist klar. Für die Fall, kann ich da was ersetzen? Nee. Ja, dann muss das wohl so bleiben. Aber ist okay. Wir gehen morgen zu Clara. Für heute ist erstmal gut. Ich bedanke mich beim Zuschauen und wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.